Der Weltraum. Unendliche Weiten. Blah. So würde jede gottbeschissene Sci-Fi-Geschichte beginnen. Doch das hier ist keine Sci-Fi-Geschichte. Es geht hier immerhin um mich. Wer ich bin? Nun, auch wenn ich dir meinen Namen nennen würde, so würdest du mich weder kennen noch von mir gehört haben. Selbst wenn es in deinem Bekanntenkreis irgendwen gibt, der zufälligerweise diesen Namen hat, so werde ich nicht dieser jemand sein. Wenn ich mich aber vorstellen darf, mein Name ist Verum. Was ich bin? Aus deiner Sicht würde man mich wohl als eine Art göttliches Wesen beschreiben, als unsterbliches Individuum. Und ja, so könnte man das wohl auch stehen lassen. Woher ich komme, wird wohl ihre nächste Frage sein. Nun, das ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt immerhin unendlich viele Universen und Realitäten, unendlich viele Geschichten und unendliche Erzählungen. Ja, so könnte man das stehen lassen. Nun, warum sollte man also meiner Erzählung lauschen? Warum sollte man auf mich hören? Nun, um ehrlich zu sein, gibt es da keinen Grund. Man könnte hier jetzt Schluss machen und keiner würde wirklich einen Unterschied merken. Aber dennoch werde ich ein paar Dinge über mich erzählen. Ich sehe es als meine Pflicht an, das Gleichgewicht bestimmter Welten im Einklang zu halten. Warum? Nun, wenn eine Welt mein Interesse weckt, dann muss ich sie auch schützen. Allerdings muss man sich dabei bedeckt halten, wenn man sich Wesen zeigt, die nicht die Macht begreifen, die man selbst hat. Dann könnte es dazu kommen, dass diese Wesen entweder total ausrasten oder einen verjagen wollen. Sie könnten mich nicht verjagen, selbst wenn sie es wollten, aber ich möchte lieber keinen Krieg anzetteln. Ich mag meine Welt, wie sie ist, und nix soll den Frieden darauf stören. Doch leider muss ich immer mal den Frieden auf meiner Welt bewahren und verteidigen, auch wenn ich das nur aus dem Hintergrund machen kann. Warum? Nun, es gibt da jemanden, der so by the way nicht wissen muss, dass ich hier bin, der gerne mal das Gleichgewicht etwas vernichtet. Aber dazu irgendwann später. Leider schaffen es auch die Bewohner dieser Welt selber, öfter mal ihr Gleichgewicht an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Warum? Nun, lassen Sie es mich erklären. Auf jeder Welt gibt es eine Rasse, die irgendwie die Führung übernommen hat. Auf einer Welt sind es Humanoide, auf einer anderen wiederum sind es irgendwelche Schleimwesen und auf der nächsten sind es halt wieder andere. So zieht sich das von Welt zu Welt, aber auf keiner von diesen findet man das, was man hier findet. Hier sind es tatsächlich Huftiere, die die Hauptspezies dieser Welt darstellen. Können Sie sich das vorstellen? Ponys sind hier die primäre Lebensform. Diejenigen, die, naja, fast zumindest ganz oben an der Nahrungskette stehen. Nein, wartet, streich das. Also, Ponys haben hier eine Community entwickelt, handeln miteinander, führen Kriege und schließen Freundschaften. Nicht nur, dass das ziemlich seltsam ist, nein, in dieser Welt existiert auch noch so viel Magie, dass die Ponys damit umgehen können. Nun verstehen Sie bestimmt, warum ausgerechnet dieses Universum mein Interesse weckt, oder? Außerdem, ja, ich mag diese Wesen und genau aus diesem Grund habe ich mich auch eben für so eine Form entschieden. Recht simpel, oder? Nun möchte ich Ihnen aber auch noch über etwas erzählen, das ich nicht ganz verstehen kann. Freundschaft. Ich habe nie viele Freunde gebraucht, man gewöhnt sich recht schnell daran, dass man unsterblich ist und eigentlich alles überlebt. Doch einen gewaltigen Haken hat das auch. Man ist recht schnell einsam. Und das ist mein Problem. Es ist die Einsamkeit, die mich immer mal dazu treibt, mich unter das Ponyvolk zu mischen und dem Treiben zuzuschauen. Wer jetzt hier etwas Zweideutiges erkennt, möge nun bitte lachen. Nun aber ist es hier so, dass Freundschaft eine existierende Kraft für alles ist. Ich verstehe es auch nicht ganz, und der Satz, den die Ober-Pony-Prinzessin immer zum Besten gibt, Freundschaft ist Magie, passt da auch nicht so rein. Ich meine, was hat diese Welt gemacht, als ich noch kein Schwein kannte? Haben da die Einhörner gedacht, sie haben einen gewaltigen Pickel auf der Stirn oder was?
Im Laufe der Zeit mussten die Einhörner ja irgendwann begriffen haben, dass sie quasi das stärkste Glied in der Kette sind. Sie hatten nicht nur die Magie auf ihrer Seite, nein, wenn sie sich auch noch anfreundeten, waren sie sogar noch mächtiger. Es gab unzählige Kriege mit den anderen beiden Rassen, den Erd- und Pegasus-Ponys, und die Einhörner waren so hart im Vorteil. Ja klar, die Pegasi konnten fliegen und die Erdponys waren besonders stark, aber versuchen sie mal damit, gegen magische Geschosse, Teleportation oder sogar Druckwellen anzukommen. Sie würden gnadenlos verlieren. Deswegen haben sich die Einhörner eine Art Sonderstellung aufgebaut. Sie kontrollierten den Tageszyklus. Ja, in jedem anderen Universum passiert dies von alleine und fragen Sie mich nicht, warum ausgerechnet hier das nicht so ist und warum sich auf dieser Welt überhaupt das Leben entwickelt hat. Aber hey! Ich mache die Regeln nicht, ich spiele nur mit ihnen! Wie dem auch sei, die Pegasi waren somit für das Wetter zuständig und die Erdponys waren quasi Sklaven unter den Rassen. Sie mussten Essen anbauen, Städte bauen und so weiter. Irgendwann kam dann ein unendlich böser Winter, der fast alles Leben ausgelöscht hätte. Aber hey, hey, die Kraft der Freundschaft hat auch dieses Problem beseitigt. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie die Faszination, die ich spüre? Wann immer etwas Schlimmes passiert, müssen sich nur zwei Ponys anfreunden und alles ist paletti. Totaler Weltkrieg? Puh. Zwei Ponys umarmen sich und alles ist vorbei. Und sollte es mal wirklich nicht sofort klappen, verbannt einfach irgendeine Ponyprinzessin die andere. Ja, in den letzten tausenden von Jahren ist hier viel passiert. Wirklich viel. Es existiert sogar eine Kraft, die mich theoretisch vernichten könnte. Naja, sie würde mich wohl mehr aus der Welt verbannen oder so. Ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Meinesgleichen wurde da nur in Stein verwandelt und stand dann halt als Deko in irgendeinem Garten. Im Laufe der Zeit habe ich mir einfach irgendwo am Rande der Welt ein kleines Zuhause aufgebaut. Natürlich kommt niemand ohne meine Hilfe dahin oder würde es auch nur im Entferntesten schaffen, dorthin zu kommen. Aber hey, ich habe eine eigene Junggesellenbude. Manchmal verläuft sich fast jemand zu mir, dann musste man aber schon wirklich hart nachhelfen. Und das Gedächtnis musste dann auch sicherheitshalber zweimal gereinigt werden. Hat nur leider den ein oder anderen Nebeneffekt, aber naja, diese Gummizellen sehen schon gemütlich aus. Und nun haben es wieder fast zwei Ponys geschafft, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ach, man sollte niemals leichtsinnig mit der Zeit rumspielen. Das könnte fatal werden. Ich sollte mal schauen, was sie so treiben.